Heute probiere ich statt Schwatte. Herzlich willkommen zum Knöllspierkanal. Heute gibt es das Schwatte von der Liebharts Privatbrauerei. Das Bier habe ich von Dirk geschickt bekommen. Vielen lieben Dank, Dirk. Dirk, unten Mitglied der Community. Könnt ihr gerne dazukommen, wenn ihr ein bisschen Spaß haben wollt. Das Schwatte von Liebharts ist ein Bier nach alter Rezeptur. Neu aufleben gelassen. So steht es auf der Internetseite. Und neu erfunden. Und hat die üblichen Zutaten. Alles ist Bio bei Liebharts. Und ja, hier sind Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe drin. Es ist auch Röstmalze sind mit drin. Und das Bier hat 4,6 Volumenprozent Alkohol. Jo. Das Schwatte. Eine kleine Schwatte. Nee, ist 0,5, ist normal groß. Ach, wer hätte das gedacht? Es ist dunkel. Boing, die Flasche ist etwas größer als andere Flaschen. Ja, es ist wirklich schwarz, ne? Ziemlich schwarz. Und hat ein bisschen sehr schönen, feinen Schaum. Ja, Röstmalze sofort. Bisschen Schokolade, bittere Schokolade. Bisschen Kaffeenoten. Ja, so ganz leichte Röstigkeit. Eher so ein bisschen wie halt im Kaffee von den Bohnen, von der Röstung da ist. Hopfen habe ich jetzt keinen. Insgesamt eher mild. Ja. Prost. Ein Eindruck volle Wucht Schokolade und ein bisschen Kaffee. Bitter ist eigentlich kaum da. Es ist zwar jetzt nicht süß, aber auch nicht, ja, so mittelmäßig. Die Bittere ist gar keine vorhanden, es ist eher so eine süße, schokoladige und leicht Kaffeenote da. Sehr schön. Trotzdem erfrischend, nicht so irgendwie erschlagend, so manchmal so röstige Biere sind ja oft so ein bisschen so anstrengend, finde ich auf jeden Fall. Das ist nichts, was ich jeden Tag trinken könnte. Das hier ist durchaus süffiger und durchaus zugänglicher, finde ich. Ja, sehr lecker, doch. Die Parts machen schöne, leckere Sachen. Sollte ich mal angucken, aus Detmold sind die. Wie gesagt, von Dirk geschickt bekommen. Nochmal vielen Dank. Und ich bin gespannt, ich habe noch zwei da, was die so können. Ja, wenn ihr was von Liebharts kennt, ihr kennt das, gerne einen Kommentar da lassen. Und ansonsten, bis bald. Prost.